Ja, Hallöchen hier zu einem kleinen Miniaturprojekt, was ich zwischendurch mal einschieben möchte. Es sind jetzt wieder zwei Projekte zu Ende gewesen, die über einen Monat gedauert haben. Mein Hals dauert auch gerade über einen Monat. Habe ich spontan meine Steam-Liste mal durchgeschaut und habe mir gedacht, Mensch, irgendein Spiel, irgendwas, was irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, 8 bis 10 Folgen durch ist, irgendwas Kleineres, um ein bisschen Abwechslung auf den Kanal zu bekommen. Und deswegen habe ich mir mal A Story About My Uncle herausgesucht als kleines Zwischendurch-Let's Play. Ich habe von dem Spiel genau null Ahnung. Ich habe das eben zum ersten Mal installiert, auch zum ersten Mal gestartet. Soll aber, wenn ich den Bewertungen glauben darf, sehr, sehr schön sein. Eine schöne Spielidee haben vor allem. Eine besondere Spielidee. Ist ein Indie-Spiel, ein Indie-Plattformer aus der Ego-Perspektive mit ein bisschen seltsamen Spielelementen vielleicht. Und ich glaube, den Rest, wie das genau funktioniert, was da genau passiert, das finden wir, glaube ich, selbst heraus. Hier kann man noch nichts machen. Wobei, kann man noch was machen? Nö. Zeitstrecke, Optionen. Ich hoffe, ich habe die Sprache angestellt hier. Sprache, also Deutsch. Habe ich eigentlich gemacht. Bla 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 bla. Ja, bestätigen. Steht aber immer noch das gleiche. Okay, die Untertitel, ich habe das vorhin schon gemacht, ich habe das Spiel nochmal neu gestartet, deswegen die Untertitel waren eben noch auf Englisch, aber mit dem Hinweis, sollten jetzt auf Deutsch sein. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird. Wir fangen ein neues Spiel an, bist du sicher, bla bla, bestätigen. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? Alright, what do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Tja, und das dürfen wir jetzt steuern, diese Geschichte, die da erzählt wird. Von daher, es wird wahrscheinlich nicht alles sehr realistisch aussehen, zumindest das, was ich schon gesehen habe. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Und wahrscheinlich werde ich auch gar nicht so viel zum Reden kommen, zumindest am Anfang nicht, sobald, solange hier noch die Geschichte erklärt wird. Es ist kurz nach halb vier, haha, ich kann die Uhr lesen. Irgendwas hat sich gerade im Hintergrund an- oder ausgemacht, hat gerade Pling gemacht. Ich glaube, das war der Controller. Ist egal, ich spiele mit Maus und Tastatur, ich hatte den Controller angeschlossen, um zu gucken, ob das damit auch funktioniert, aber es ist aus der Ego-Sicht. Wenn ich das hier mit Controller spielen würde, dann würde uns allen gemeinsam sehr schlecht werden. Da sind so ein paar Bilderchen. Ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind. Kein blassen Dunst. Glastonbury. To Emma. Ne, to Mara. Call Lars. Also ein bisschen Krempel, der uninteressant sein sollte. Ein bisschen Müll in der Gegend. Natürlich. Wo starten wir eigentlich hier? Ist es ein Eingang oder was soll das sein? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ja, wir sind ein schöner Krempel hier. He climbed that cave for days. Schön. Eine ganze Menge Krempel hier. Oh. To Uncle Fred. Oh. Ein Einhörnchen. Dear Frederich. Text, text, text. Don't forget turn... Oh. Eine Anspielung. Schleichwerbung und so. Daddy's Helmet. Von einem, sieht aus wie von einem Big Daddy aus Bioshock. Schöne Sache, das Spiel ist von 2014. Ich habe keine Ahnung, was die Entwickler sonst noch alles für Einflüsse gehabt haben hier. Interagieren. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Anscheinend war er auch in München, so wie es aussieht. Oder ist das München da, so die Gegend? Na gut, der Knubbel ist ziemlich groß, aber na, von der Gegend her kommt es ungefähr hin, glaube ich. Ja, coole Sache. Ich will nicht alles durchstöbern, ne? Wir sind ja nur zu Gast. So ist ja nicht. Und ziemlich schummerig, ziemlich bläuliches Licht auch von außen.
Fantastic Fredericks Disposal System, FFDS, das klingt schon viel besser. Aha, das ist richtig, ja, vollkommen, das passt schon. Where does it all go? Ja, weiß ich auch nicht. Propangas erstmal schön, das ist schön. Was haben wir da noch alles hängen? Feuer, Royal. There it is again. Aha. Ja, so ein richtiger Abenteurer. Nur so ein paar Röhrchen hier, ist doch schön. Was will man mehr? I had visited Uncle Fred's house countless of times. But in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Grappling Hook. Wenn er kleiner ist, ich meine, wir sind selbst auch nicht so wahnsinnig groß, glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht. Achso, doch, klar, wir sind klein. Weil, ja, hier, der Vater erzählt dir gerade seine Tochter was. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Woran das liegen mag. Aber für ein Kind hat er ganz schöne Pranken. Ich kann damit noch nichts machen. Ich kann ein bisschen ranzoomen. Wow, toll, eine Steckdose. Aha. Ich weiß, ich habe bis eben, oder bis ich in den nächsten Level komme, habe ich eben schon mal gespielt. Hier war eigentlich die Tür, die war zu. Haben wir, glaube ich, auch gerade noch gesehen. Das Geräusch hat die gerade geöffnet. Ich weiß nicht, ob es das Geräusch war. Zumindest wurde das geöffnet. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments. And right now, it held a pad used for disposing of garbage. Welcome to... Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Natürlich. Welcome to Fred OS. Version 0.03. Pull the lever to launch. Das machen wir gerne, den Hebel hier. Einmal oben hebeln. Machen wir es mal. Zack. Da geht die Tür spontan zu. Ja. Ui, ich werde in die Mitte gesogen. Hey, Rüpel. Ich mag es nicht, die Kontrolle zu verlieren. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Aber so muss das. A story about my uncle. Krasser Typ. Und wahrscheinlich wollte er, dass wir den Anzug finden. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Ich habe gerade mal die rechte Maustaste hier gedrückt, da wackelt das ein bisschen. Und wenn man es lang genug drückt, springt man ziemlich krass. Cool. Wie gesagt, es ist eine Art 3D-Plattformer mit sehr viel Story-Elementen hier. Aber man springt aber auch so ganz ordentlich hoch. Das ist, also man ist schon recht sportlich. Das Ganze läuft in der Unreal Engine 3. Und man sieht es auch. Die hat so ihren eigenen Charme, ihre eigene Optik. Und ich glaube, das erkennt man auch gerne mal oder öfter auch mal wieder. So, was haben wir hier? Nix Ordentliches, aber wir sind... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, mal so gesehen. Da sind irgendwelche Texte. Ich glaube nicht, dass wir die entziffern können. Oder falls es irgendwelche Texte sind. Kein blassen Schimmer. Aber es sieht ein bisschen... Das ist von einem Koffer, von einer Kiste. War das mal von einer Art Flugzeug, oder was ist das? Eine Bruchlandung hier? Noch mehr Müll, natürlich, noch mehr Müll. Ich weiß es nicht. Kein blassen Schimmer. Okay, rennen kann man auch. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Hurra! Ich hab Fortschritt gemacht. Ich bin gerannt. Du, sehr toll. Ja. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Ich habe gerade ganz intuitiv gedrückt, weil das da stand und habe gar nicht
Ich habe wegen der Meldung gar nicht gesehen, dass hier ein Loch im Boden war. Ich bin da einfach so rübergesprungen. Ne? Wenn man es kann. Nee, habe ich da gerade nochmal Glück gehabt. Ich wäre sofort ins Wasser reingeplumpst, hätte ich da nicht zufällig den Sprung ausgeführt. No. Aber ich bin mal gespannt. Man hat wohl dann später noch so eine Art Greifhaken. Allerdings jetzt noch nicht, wie man vielleicht merkt. Da kann ich wahrscheinlich runter, oder? Hui! Au. Ja, doch, das sieht ganz gut aus bisher. Soll ich das einfach so hoch, oder wie ist das? Halt! Halt, ich möchte da gerne drauf, genau. Aha, das ist ja. Schöne Botanik hier. Und vor allem, ich weiß halt nicht, ob das hier so seltsam aussieht, so stückchenhaft zusammengesetzt ist, weil das eine Erzählung ist, oder ob das wirklich so die Realität ist. Ist sowieso die Frage, ne? Wenn das eine Erzählung ist. Ob sich das nicht alles ausdenkt. Gerade solche Gute-Nacht-Geschichten sind ja gerne mal auch ausgedacht. Damit das Kind natürlich eine möglichst angenehme Gute-Nacht-Geschichte bekommt. Und nicht irgendwas, ach ja, damals im Krieg. Oh. Ja, das hilft nicht unbedingt. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Ja, na klar. Where were they now? Ja, keine Ahnung. Kannst ja fragen vielleicht. Komm ich da hoch? Da, okay, doch, das geht. Erstmal dran gewöhnen, wie hoch man eigentlich springen kann. Die gingen wohl mal... Naja, da unten gingen die wohl nicht hin, oder? Das wäre ein bisschen komisch, wenn die da so seitlich dran wäre. Ich kann gerade mal nicht zoomen hier, das konnte ich ja vorher. Lade den Anzug auf und lasse rechte Maustaste werden, du rennst los, um den Weitsprung auszuführen, okay? Hey, okay. Läuft. Hi. I found a strange gizmo, some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done measuring though, so I took the results to give to Fred. Der Fred, der wird sich freuen, wenn er Ergebnisse bekommt. Das wissen wir doch alle. So, und da wird's langsam, ich will nicht sagen schwieriger. Da fängt es... halt! Okay. Ich muss mich daran gewöhnen, dass man mit der rechten Maustaste schwungvoll springt. Ich spring gerade mit Leertaste, das ist toll. Das ist erstmal ungewohnt. Das ist erstmal sehr ungewohnt. Also wirklich ungewohnt, wollte ich mal angemerkt haben. Weil man halt zwei verschiedene Tasten zum Herumspringen hat. Und die Leertaste ist irgendwie so das Typische, wo man einmal schnell drauf hämmert, wenn man merkt, ja, das wird gerade ein bisschen knapp. Da ist gerade ein Abgrund. Hau ich da mal eben drauf. Okay, ich vermute mal, ich muss da lang. Da haben wir noch weitere optische Geschichten. Ich vermute mal, das ist optional. Das war ein bisschen zu früh. Ich merke schon, das wird genau mein Spiel. Plattformer und ich. Yep. Läuft. Nee, aber ich glaube, also soll wohl echt nicht so schwer sein, wenn man es einmal irgendwie verstanden hat. Und ich bin mal sehr gespannt. Hallo? Ausrüstung hier. Lager. Aha. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite, where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him. Because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick. But I thought it was all very exciting. Immerhin wird man hier schnell wieder reingesetzt. Und ich bin sogar wieder zurück. Och, geil. Ist das jetzt ausgelöst geblieben? Ich weiß nicht, ob das irgendwie story relevant wäre. Ja, ist ausgelöst. Wunderbar. Ich finde die Art, wie das erzählt wird, ziemlich cool. Dass das als, als Monolog mit hin und mit gelegentlichen Dialogen aufgebaut ist, also als Erzählung. Ich meine, dass erzählt wird, das haben wir ja schon mal
Zum Beispiel bei... wie heißt denn das? Aha, ich hab's vergessen. Kleiner Junge, fliegende Inseln. Ich könnte mich hauen, dass ich den Namen gerade nicht weiß. Das ist ein super Spiel. Bastion, genau, Bastion. Da ist das so, da wird auch erzählt. Ah, es gibt es bestimmt bei anderen Spielen auch nochmal. Aber ich finde das ganz nett. Vor allem, dass es... okay, das war alles geplant. Das ist so als eine Art Dialog wirklich auch passiert. Das war nicht so schlau. Ah, das war schlau genug. Wahrscheinlich muss ich da gar nicht hoch, ne? Nee. Boah, das ist gerade ein bisschen peinlich, ne? Das schaffe ich! Oh, es geht sogar. Das ist eine nein! Ja, soviel zum 5-Folgen-Let's Play. Klappt super. Das wären 50, wenn ich so weitermache. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht so wahnsinnig gut bin. Also alles mit Absicht. Ich sollte einfach keine riskanten Manöver machen. Man kann sich in der Luft aber auch echt nicht so gut steuern. Man kann zwar hochspringen und da so ein bisschen nachjustieren, aber wenn man diesen Schnellsprung macht, dann ist das nicht so wirklich toll. Und dadurch, dass man halt so ein bisschen seltsame Sprungverhalten hat, von der Höhe her und von der Weite, ist das erstmal ungewohnt. Aua. Eine Leiter. Na, hallo. Kann ich gar nicht benutzen. So toll ist die verleitet. Aber immer diese Symbole. Was mögen die uns sagen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir da noch auf die Schliche kommen, was das soll. Aber es scheint ein sehr seltsamer Ort zu sein. Ein sehr hübscher Ort. Ich würde das auch gerne mal so durchlatschen. Vielleicht... nicht unbedingt mit diesen ganzen Sprungpassagen. Weiß nicht. Also, okay, sobald die Hand leuchtet, ist aufgeladen. Und bleibt auch aufgeladen, okay. Das ist gut zu wissen. Ja. Das ist tatsächlich sehr gut zu wissen. Da muss ich nicht hoch, oder? Ich glaube... okay. Hi. Power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Natürlich hat er das da gelassen. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie... okay. Das zufällig finden würden, glaube ich. Da können wir uns einfach so mit ranziehen. Das macht die Sache einfacher. Kann man sich retten, falls man fällt? Das ist ja mal cool. Und ja, ich finde schon, dass das eine etwas ungewöhnliche... Spielmechanik ist ein bisschen, also ist jetzt nicht komplett irgendwie was total Überraschendes, wo man noch nie dran gedacht hat. Aber ich glaube in dieser Form, so als Plattformer, weiß ich nicht, kommen wir noch nicht so ausgenutzt vor. So abgelutscht, dieses Thema. Wie weit geht denn das Ganze? Anscheinend weit genug. Okay, nach oben geht's nicht. Ich weiß nicht, ob es spezielle Flächen gibt, wo das funktioniert oder... Wie das eigentlich... Okay, da geht's auch komplett hoch. Das sollte keine Fläche sein. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Das ist natürlich hier intelligent oder eine interessante Art von wegen. Hier, da sind die Symbole. Sind die auch sogar hier drauf? Nee, ne? Das ist alles recht ähnlich. Das soll einem quasi sagen, wo man hingehen könnte. Oder wie man sich fortbewegen könnte, wie das funktioniert. Interessante Sache, muss ich sagen, bisher. Okay, da kommen wir nicht komplett ran. Nö. Da ist eine Barriere, eine unsichtbare. Wenn du rechts, linken Maus das loslässt, wenn du festgehakt bist, wirst du nach vorne gestattet. Ja, das habe ich schon beobachtet. Aber herzlichen Dank, liebes Spiel. Danke für den Tipp.